Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück. Wir müssen erstmal diesen Wolf hier erledigen und dann brauche ich noch einen kleinen Schlüssel. So. Lass mich doch mal irgendwas ausgraben. Guck mal. Hier kann ich wühlen. Na also. Es geht doch. Und ich irre hier umher wie eine Bekloppte. Ohne Erfolg. Mach das Ding auf. Mach auf! Link! Ein kleiner Schlüssel. Oh. Na also. Die Kiste war aber gut versteckt. Ich hätte doch einfach auf die Karte gucken können, ne? Ach ja. Griffstützig sein ist schon toll. Warte. Erst Hebel. So. Dann Kugel. Und dann betätige ich das gleich von außen. So, da komme ich nicht weiter. Da ist eine Leiter. Ich werde aber erstmal, glaube ich, wieder rausgehen. Ich muss ja irgendwie durch den Raum in der Mitte da kommen, ne? Der da noch dunkel auf der Karte ist. So, jetzt holen wir uns mal die Kugel zurück. Zack. Kugel. Lauf, 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 lauf. Einmal laden bitte, dann könnte ich das ja mal kaputt machen. Kabum. Mal sehen, was da so ist. Eine kleine Kiste. Mit Rubinen. Nee, Bomben. Sehr schön. Bomben können wir gut gebrauchen. Dann drehen wir dieses Teil mal. Nochmal bitte und dann müssen wir eine neue Kugel holen. Oder wir nehmen die alte. Die müsste ja da hinten gelandet sein. Hier ist sie. So, laden. Zünden. Oh yeah. So, kaputt. Jetzt kommen wir auch endlich mal hier durch. Man muss halt die Augen offen halten. Ach du Scheiße. Ich habe den sehr schwierig in Erinnerung. Passt auf. Ich werde sterben. Ich werde erstmal mit nachfragen. Denn ich habe den wirklich ziemlich schwierig in Erinnerung. So. Ganz schön gefährlich, auf so einem engen Weg eine so große Eisenkugel herumzuschwingen. Komm ihm bloß nicht zu nah. Versuch doch an der Decke Halt zu finden und dich auf die andere Seite zu ziehen, zu flüchten. Ja, das ist eine recht gute Idee. Für sie. Aua! Wie geht der nochmal? Mach schon! Jo! Wie gehst du nochmal? Pack mal die Waffe kurz wieder weg. Kann ich vielleicht blank ziehen? Ja, genau, blank ziehen will ich. Was ist das denn hier? So greift er mich gar nicht an. Das hätte ich mal in den früheren Spieldurchläufen wissen müssen. Du bist ja cool. Das klappt aber so nicht. Was mache ich denn mit dir? Au! Nein, 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 nein. Oh, wieso? Was funktioniert denn da nicht? Warum funktioniert das nicht?
Wie funktionierst du nochmal? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Dich. Kann ich die nehmen? Nein, natürlich nicht. Ich werde sterben. Ich schwör's euch, ich werde sterben. Komm doch. Aua! So meinte ich das nicht. Gott! Ich hasse diesen Gegner. Ich habe ihn schon immer gehasst. Ich will nicht sterben. Bitte nicht. Nee, ehrlich. Ich habe das Spiel zwar schon sehr oft gespielt, aber ich weiß jedes Mal nicht, wie das Kackvieh funktioniert. So, was jetzt? Was willst du von mir? Ich kann dich ja nicht angreifen. Und die Schildattacke kann ich auch nicht machen. Blank ziehen kann ich auch nicht. Helmspalter kann ich nicht machen. Ich kann gar nichts machen. Hier, nichts funktioniert. Ich hab dich schon immer gehasst. Tut mir leid, wenn ich mich gerade so aufrege. Wir beruhigen uns mal alle wieder. Und, oh Gott. Wirf, gut. Und Schwanzi! Genau, so war das. Auf den Schwanz. Mensch, was reg ich mich eigentlich so auf? Was reg ich mich eigentlich so auf? Scheiße. Deswegen, stimmt. So, lass mich in Ruhe. Der hat ja einen Schwanz. So war das. Er hat einen Schwanz. Ah, natürlich Volltreffer. Wenn ich hier sterbe, ne? Dann ist das nicht sehr schön. Lauf. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen oder so. Ich hätte mir Suppe holen sollen. Au! Auf den Schwanz ziehen! Auf den Schwanz ziehen, du Affe! Na! No! Geht doch! Ah. Fall um. Und stirb. Was reg ich mich eigentlich so auf? Aber das nehme ich gerne mit. So, du erhältst den Morgenstern, eine riesige Eisenkugel von enormer Zerstörungskraft. Ach, das, ich hätte mich nicht so aufregen sollen. So, ich werde jetzt erstmal die Kiste holen. Und mit dem Morgenstern können wir einiges anfangen. Einiges, einiges, einiges. So. Wieder weglegen. Wie das auch einfach in seine Tasche passt, weißt du? Ziegenkäse. Dieser Käse wird aus der Milch der Odorner Ziegen hergestellt. Was haben die denn alles aus Odorn hier, bitte? Schon wieder etwas zu essen? War doch klar. Die war so unsicher, da musste es ja so kommen. Naja, egal. Vielleicht fällt dir doch noch was ein. Geh mit zurück.
Ich brauch Suppe. Ich brauch so dringend Suppe. Aua. Ich habe nur noch 3 Herzchen und keine Fee mehr. Jetzt können wir auch diese Wände hier zerstören übrigens. Schön, ne? Aua. Ich habe nur noch 3 Herzchen geweckt. Ich werde erstmal... Nein, 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 nein. Ich werde erstmal zurückgehen. Und mich heilen. Und was in der Eingangshalle erledigen. Erstmal sage ich der Frau hier, da war nichts. Oh, Link, hast du ihn? Was? Ein Käse? Ob ihn wohl mein Mann weggeräumt hat? Wo habe ich ihn nur hingetan? Verzeih, es will mir einfach nicht einfallen. Bring doch erst einmal den Käse zu meinem Mann. Vielleicht fällt es mir in der Zwischenzeit hier ein. Du solltest zum Arzt gehen. Küche war dort. So, ich brauche eine Flasche. Hab ja jetzt 2 leere Flaschen. Haha, toll. Hallo, ich hab Käse. Da fehlt noch das gewisse Etwas. Riecht gut. Was hast du denn da? Bäm. Oh, genau, das hat mir für die Suppe noch gefehlt. Käse. Jetzt muss sie nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Ja, ich probiere jetzt. So, einmal füllen. Dankeschön. Du füllst Luxussuppe in deine Flasche, geschmacklich abgerundet durch die Zugabe von Käse. Und Kürbis, nicht zu vergessen. So. Dann wollen wir das doch mal süppeln. Schön. Sehr schön. Und wieder füllen. Danke. So, Morgenstern wieder anlegen und weiter geht's. Erstmal möchte ich in die Eingangshalle. Weil da sind noch 2 Kisten, die ich haben möchte. Oh, hi. Hier war schon mal keine Kiste. Hier wohl auch nicht? Okay. Hier ist auch nichts drin. Okay. Hier vielleicht. Nicht? War hier nicht irgendwas? Ah, und falls ihr es gerade im Hintergrund so schräg pfeifen hört, es läuft gerade Fußball. Deutschland gegen Portugal. Interessiert mich kein Stück, aber die Leute sind laut. Das interessiert mich schon ein bisschen. Was sind denn das dann für Kisten? Nein, ich wollte gucken. Nein, ich wollte... Ach, egal. Wieder zurückverwandeln. Hier sind doch Kisten eingezeichnet. Und hier ist eine Einbuchtung. Achso, ich kann da 2-mal draufhauen. Aha! Ui, 10 Rubine. So, und hier ist ja auch eine Kiste eingezeichnet. Mit 20 Rubinchen. Wir werden wieder reich. Ich mache einfach mal alle kaputt hier.
Sieh mal einer an. Gib her. Wunderbar. Das habe ich gesucht. Schön. Wunderschön. Jetzt kann ich wieder zum Menschen werden. Und hol mir erstmal die restlichen Kisten hier überall. In den Räumen, in denen wir schon waren. So, an die Kiste da unten auf der Karte komme ich ja noch nicht ran. Aber hier war doch irgendwo noch was. Falsche Taste. Genau da oben. Da wollte ich noch hin. Und mir die Kiste an mich reißen. Ach ja, erst noch einen Schlüssel fragen. Oh, Link, jetzt fällt es mir wieder ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich ihn in das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Es ist hier, wo das Zeichen ist. Okay. Wir haben noch einiges zu erkunden. Dankeschön. Dort muss er sein, ganz sicher. Bitte geh doch nochmal. Ja, ich gehe dann gleich nochmal. Ich werde aber erst hier die Gegend unsicher machen und die eine Kiste holen, denn ich hoffe, da ist ein Herzteil drin. Ihr seid doof. So, genau hier wollte ich nämlich rein. So, du bist kaputt. Du auch. Wunderbar. Das können wir jetzt auch kaputt machen. Und das da. Aber es ist nur eine kleine Kiste, oder? Sieht so aus. Schade. Schade, schade, schade. Ich will eine große Kiste haben. Aber nun gut, man kann ja nicht alles haben. So. Dann gehen wir erstmal durch die Tür, durch die wir auch gehen sollen. Und schauen, ob wir den Schlüssel fürs Schlafzimmer da finden. War diese Tür, ne? Seid ihr eigentlich auch so vergesslich wie die süße kleine Frau? Also ich bin's manchmal. Also wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre, wer weiß, wo ich den schon vergessen hätte. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!